warum an dieser Stelle einen Verkehr in die Stadt ziehen? Nun, es ist diese Frage, glaube ich, ebenso einfach zu beantworten, wie sie gestellt ist. Wir wissen alle, die wir mit Verkehrsfragen zu tun haben, dass etwa 80 bis 90% des gesamten Verkehrs, der von außen auf uns zuströmt, in diesen Bereich der Innenstadt will. Die größte Beschäftigungszahl, die größte Zahl der Beschäftigten in Düsseldorf ist in der Innenstadt beschäftigt, das heißt in dem Raum, der zwischen Hofgarten, Hauptbahnhof, Graf-Adolf-Platz und Rhein eingeschlossen ist. Das ist das große Zielgebiet alles auf diesen Punkt zuströmenden Verkehrs und umgekehrt der große Quell, aus dem der Verkehr wieder heraus entspringt. Die sachliche Frage, die den Verkehr betraf, hieß folgendermaßen: Wie entwickelt sich der Verkehr in Zukunft in der Innenstadt Düsseldorfs? Damit es ein wenig deutlicher wird: Der Einbau dieses Tausendfüßlers, das heißt dieser Verkehrsüberführung mit drei Spuren von Norden nach Süden, ist die größtmögliche verkehrstechnische Ausbaustufe, die überhaupt an dieser Stelle möglich ist. Das heißt doch, dass wir damit das tun, was wir, macht der Verkehr so groß werden, wie immer überhaupt nur tun können. Mehr kann man nämlich nicht tun. Nicht? Man könnte nur weniger tun und das wäre falsch. Heute nun haben wir die besondere Ehre, unseren Bundespräsidenten, den ersten Bürger unseres Staates, Herrn Walter Scheel, unter uns zu haben. Er ist seit 1968 Mitglied unseres Vereins. Heute dürfen wir ihm die große Jan-Wilm-Medaille verleihen und ihn zum Ehrenmitglied unseres Vereins ernennen. Herr Bundespräsident, darf ich Sie nun bitten, einmal nach hier zu kommen. Für diese Ihre Liebe zu unserer Stadt Düsseldorf und für Ihre Liebe zum Brauchtum möchten wir Ihnen nunmehr die große goldene Jan-Wilm-Medaille verleihen und Sie zum Ehrenmitglied unseres Vereins ernennen. Sehr geehrter Bas, Leven Hammerbuhr, meine lieben Düsseldorfer Jungs. Es gibt Situationen, die einen verlegen machen. Und das ist eine solche Situation. Etwas Besonderes, Ehrenmitglied der Düsseldorfer Jungs zu werden, das ist nicht so, als ob man Ehrenmitglied irgendwo wird. Erstens einmal handelt es sich um einen Verein, der, vielleicht wissen Sie das gar nicht, nach meiner Information der größte Heimatverein Europas ist. Zweitens ist es ein Verein, dessen Wirken für Ihre und meine in Einschränkung Heimatstadt Düsseldorf unendlich viel bewirkt hat. Es ist in der Tat so. Dies ist ein Kreis, in dem man sich wohlfühlen kann, weil es ein Kreis ist, der gleiche Ziele auf gleichen Grundsätzen aufgebaut verfolgt. Und das ist die Urzelle einer funktionierenden Demokratie. Lassen Sie mich Ihnen allen herzlich danken. Mitglied der Düsseldorfer Junges, ohne Düsseldorfer zu sein, bin ich noch nicht. Aber jetzt zu der Frage. Ich weiß, dass Sie sich sehr intensiv mit der gesamtdeutschen Frage beschäftigt haben. Mich interessiert doch, welche Möglichkeiten Sie in Ihrem Amt sehen zur gesamtdeutschen Frage, auch wie sie uns als Aufgabe durch das Grundgesetz gegeben worden ist, sehen, dass Sie dazu etwas tun können. Denn es bedrängt uns, wenn die Brüder drüben und Schwestern eigentlich ein gesondertes Leben von uns haben und auch die Regierung eigentlich einen völlig anderen Weg als wir geht. Aber innerhalb der Verantwortung meinen wir,
dass Sie doch da berufen sind, etwas mehr zu tun, auch im Austausch vielleicht bitte zur die Volkskammer. Frage, ja. Bitte die Frage, kein Gegenreferat, bitte. Was ist da möglich von Ihrer Seite aus, ohne sich mit der anderen Seite identifizieren zu können? Schönen Dank. Noch eine Frage, bitte. Bitte Ruhe. Ganz kurz, ich bin, heiße Klaus Tosser, Apotheker aus Duisburg, nichtsdestotrotz Düsseldorfer Jung. Frage 1. In der Süddeutschen Zeitung, sehr geehrter Herr Präsident, habe ich gelesen, das umgebaute Wasserwerk würde so gut, dass die Abgeordneten nur sehr ungern es wieder verlassen. Frage, was machen Sie hinterher mit dem schönen Wasserwerk? Bitte schön. Bitte Ruhe. Ich habe eine Frage, und zwar, man feiert gestern den 40. Jahrestag der Normandie. Ich habe gestern den zweiten längsten Tag, im zweiten längsten Tag gesehen und wollte deshalb mal dieses Rätsel aufgeben, wer ist der längste Haftinsasse im Zuchthaus? Bitte schön. Das ist aber dann, liebe Freunde, die letzte Frage. Bundestagspräsident Dr. Barzel, auf der Lausanner Konferenz 1932 unter Brüning wurden doch die Reparationszahlungen umgewandelt in 3 Milliarden Schuldenlast, weil die Franzosen es so wollten, hinterlegt in Dos-Yangs-Anleihen. Hat die Bundesrepublik diese Schuldenlast wieder aufgenommen, weil Hitler sie ausgesetzt hat, oder sind die erledigt? Schönen Dank. Ich darf Sie bitten, Herr Präsident. Ich bedanke mich in das Zutrauen in einen ungeheuren Wissensvorrat des gegenwärtigen Bundestagspräsidenten. Erste Frage, die deutsche Frage, was wir dafür tun können, ist von großer Wichtigkeit, wie wir das zum Beispiel am 23. Mai in der Bundesversammlung getan haben, dass wir nicht nur alle Deutschen grüßen, sondern dass wir auch auf die Pflicht und das Recht der deutschen Einheit hinweisen und dass wir eben am Schluss in einer fernsehübertragenen Sitzung auch unsere Nationalhymne singen. Und das wird natürlich in der DDR alles gesehen und hat dort eine gute Wirkung gehabt. Von rechtlichen und politischen Fragen. Sie wissen, dass wenn der Generalsekretär Honecker uns besuchen wird, er ist hier willkommen, dass dann Fragen gibt, wo das stattfinden kann. Sie wissen ganz genau alle, dass Berlin unter 4 Mächte Verantwortung steht. Da ist aber die DDR glaubt, dass der Ostsektor ihre Stadt, ihre Hauptstadt sei. Und hier muss man um jeden Millimeter aufpassen, denn sonst ist Berlin in einer großen Schwierigkeit. Und da ich da aufgewachsen bin, können Sie sich darauf verlassen, dass das nicht passieren wird, solange ich da was zu sagen habe. Meine Herren, die Vermutung der Süddeutschen Zeitung, dass es uns im Wasserwerk so heimelig werde, dass wir dort zu bleiben gedächten, ich kenne es noch nicht. Es fängt ja gerade erst an, die Reparaturarbeit und die Vorrichtung dieses Wasserwerks. Man wird dies sehen. Auf jeden Fall wird es für das Wasserwerk wird es so angelegt innen, dass es dann sehr wohl geeignet ist für Zwecke des Bundestages. Kann dem also nicht vorweggreifen. Und einen Staatsfeiertag jeweils zu machen am Tag der Wahl des Bundespräsidenten, ist ein bisschen schwierig. In der Politik nicht mit letzter Sicherheit vorauszuberechnen sind. Und ich glaube persönlich, dass es richtig ist, an dem Feiertag 17. Juni festzuhalten, das ist ein Tag, an dem deutsche Arbeiter sich für Freiheit verwandt haben. Und an dem Tag würde ich gerne festhalten. Die dritte Frage war um die Ecke. Sie meinen Rudolf Hess und sagten Normandie. Wir finden es keinen Akt der Menschlichkeit, dass in diesem hohen Alter jemand noch alleine in einem Gefängnis sitzen muss. Aber es ist eine Frage der 4 Mächte Verantwortung. Und Sie kennen die intransigente Haltung der Sowjetunion dieser Frage. Meine Herren, es war wieder sehr, sehr schön bei Ihnen und ich danke Ihnen sehr herzlich.